uns das erstmal in den Saal reinsetzen. Dann kommt, glaube ich, langsam die Aufregung. Für diesen Moment hat Andrei Schmilewski lange Jahre geübt. Das erste Konzert in der Elbphilharmonie. Andrei lebt mit seiner Familie in Stalzhoop. Der Stadtteil gilt als Problemviertel Hamburgs. Andreis Mutter Roswitha ist alleinerziehend, arbeitet als Reinigungskraft in einem Altenheim. Klassische Musik und erst recht die Elbphilharmonie sind für sie weit weg. Das ist dann mein erstes Konzert. Wird auch langsam mal Zeit, ne? Du hast ja gesagt, ich soll nicht kommen. Du wolltest ein Plakat basteln, von wegen André und schieß mich tot was. Und dann wie auf so einem Popkonzert anfangen da rumzuschreien. So was würde ich nie tun. In der Schule, wenn wir Musik hatten, also ich kann keine Melodie halten, dann durfte ich Triangel. Da haben sie auch gesagt, Roswitha liegt das sofort weg. Hatten wir in der Aula singen und dann hat der Schuldirektor gesagt, Roswitha, Mund auf, kein Ton. Ich höre gerne Musik, aber ich selbst, nein, das auch nicht hin. Immer wenn ich ihn so beim Üben höre, also das, was er kann, das kann ich nicht und das beeindruckt mich, wirklich. An die täglichen Tonleitern mussten sich Mutter und Schwester zunächst gewöhnen. Vor 8 Jahren fing Andrei an, klassische Musik zu spielen. Auch seine Freunde aus Stalzhoop waren irritiert. Als ich denen erzählt habe, dass ich anfange, Bratsche zu lernen, war halt die erste Frage, was ist Bratsche, was ist eine Bratsche? An der Bratsche gefällt mir vor allem dieser warme Klang, den man auf der Geige so gar nicht hat. Gibt nichts Schöneres in meinen Augen und Ohren. Noch 3 Monate bis zum Konzert in der Elbphilharmonie. Beethovens 9. ist eine echte Herausforderung. Also bis zum Konzert muss ich sie können. Da gibt es gar keinen Drumherum. In der Geschwindigkeit ist es schon nicht ganz leicht. Es gibt bessere Sachen, die man spielen kann. Andrei ist in Stalzhoop aufgewachsen und zur Schule gegangen. Vor 2 Jahren hat der 20-Jährige hier sein Abitur gemacht. Für mich ist Stalzhoop eigentlich so der beste Beweis dafür, dass dieses multikulturelle Leben funktionieren kann. Weil man hier halt wirklich die verschiedensten Nationen nebeneinander hat. Ich hatte zum Beispiel früher in meiner Klasse, als ich hier in Stalzhoop zur Schule gegangen bin, hatten wir, glaube ich, 10 oder 12 verschiedene Nationen vertreten in der Klasse. Da ist es natürlich auch manchmal zu Auseinandersetzungen gekommen, aber im Großen und Ganzen wird man dadurch, glaube ich, doch ein bisschen offener so gegenüber anderen Kulturen, als wenn man jetzt komplett nur in diesem deutsch geprägten Kulturkreis unterwegs ist. Zur Bratsche kam Andrei über die Young Classics, eine Initiative, die von dem Unternehmer Michael Otto und dem Ensemble Salut Salon ins Leben gerufen wurde. Die Musiker der Young Classics kamen damals in seine Klasse und stellten einige Instrumente vor. Andrei, der es vorher eher lustlos mit der Gitarre versucht hatte, griff zur Bratsche und entwickelte großen Ehrgeiz. Ende Januar haben wir unser erstes großes Konzert in der Elbphilharmonie und sind alle schon wirklich aufgeregt, ganz fleißig am Üben und ja, Anspannung ist schon da. Ich habe persönlich auch lange genug gewartet und freue mich jetzt einfach, da musizieren zu können. Doch vorher muss er noch Geld verdienen. Nach seinem Abitur hatte Andrei sich einen Job als Kellner gesucht. Er arbeitet 30 bis 40 Stunden pro Woche im Bistro eines Edelrestaurants. Der Job macht ihm Spaß. Außerdem kann er mit dem Geld seine Familie unterstützen. Denn mit ihm wohnen noch seine Schwester und sein 29-jähriger Bruder in der Wohnung in Stalzhoop. Für die Zukunft hat Andrei jedoch andere Pläne. Mein Hauptberufswunsch ist nicht Kellner oder Servicekraft zu sein, sondern später Berufsmusiker zu werden. Am liebsten natürlich in einem klassischen Orchester. Andrei verdient gerade mal den Mindestlohn und hofft bei jeder Schicht auf gutes Trinkgeld. Hallo, schönen guten Tag. Einmal Karte für Sie. Und einmal für den Herrn. Gibt es bei Ihnen schon Getränkewünsche, die ich vielleicht erfüllen könnte? Freizeit hat er kaum.
Und dann wünsche ich Ihnen weiterhin einen guten Appetit. Denn nach seiner Schicht übt er Bratsche. Mehrere Stunden täglich. André begleitet Aaron zum wöchentlichen Bratschenunterricht. Mit ihrem Lehrer Michael Holm üben die beiden ein Stück für das Konzert in der Elbphilharmonie ein. Hallo, hallo. Hallo, Aaron. Na? Moin. Hi, moin. Ja, dann pack mal aus. Dann wollen wir loslegen hier. Genau wie André spielt Aaron im MJO, im Mendelssohn Jugendsinfonieorchester. Und wieder geht es um Beethovens Neunte. Wir machen es erstmal langsam, ja? Okay, komm, ein bisschen schneller ist es schon. Ja, ein bisschen mehr Power könnt ihr schon noch geben, ne? Fortissimo ist laut, glaube ich. Oh. Bei mir war es so, dass ich mich eigentlich zuerst für Geige beworben hatte und da aber schon alle Stipendiumsplätze voll waren. Und dann kam halt der Anruf, ob ich nicht Bratsche lernen möchte. Und dann dachte ich, bevor ich gar nichts lerne und die Chance nicht wahrnehme, lerne ich halt lieber Bratsche. Und heute bin ich sehr froh, dass die Entscheidung so gefallen ist. Bis zum Konzert in der Elbphilharmonie muss der Beethoven sitzen. Ich muss hier niemanden motivieren. Wenn ein Elbphilharmonie-Konzert ansteht, dann ist man einfach zwangsläufig motiviert. Denn keiner will sich blamieren und alle wollen natürlich einfach das beste Resultat und dass es gut klappt. Und das ist, glaube ich, die beste Motivation, die man machen kann. Aaron lebt zusammen mit ihrer Schwester und der alleinerziehenden Mutter Heike. Na, wie war heute Schule, Ari? War ganz gut. Ich habe Englisch zurückbekommen. Oh. Aufsatz. Und? Mit Klasse 2. Sehr gut. Mhm. Nö, ich glaube, das reicht, danke. Alle drei teilen eine Passion. In eine Schüssel rein am besten? Also meine Schwester und ich schon, meine Mama jetzt nicht so. Ich kann nur nicht musizieren, ich habe sehr gute Ohren. Ich kann wunderbar tanzen. Für mich ist das Wichtigste, deswegen stehe ich da so hinter, ich finde, das Einzige, was ich ihnen geben kann, sie in der Leidenschaft, die sie haben, zu unterstützen, mehr oder weniger. Und dafür würde ich alles geben. Und dadurch, dass die Musik einfach eines ihrer größten Leidenschaften ist, wäre das für mich das größte Glück, wenn sie aus ihrer Leidenschaft den Beruf machen kann. Das stimmt. Also dafür gebe ich natürlich alles, definitiv. Aaron spielte bereits mit 4 Jahren Klavier. Danach lernte sie Geige und seit 4 Jahren spielt sie im Orchester zusammen mit André Bratsche. Ich habe immer sehr leise gespielt auf der Geige und dann hat mein Lehrer mir eine Bratsche gegeben, weil man da eben mehr Druck aufwenden muss. Dann habe ich damit gespielt und dann klang das eben sehr schön. Und dann bin ich in ein Quartett reingerutscht, wo eine Bratsche gefehlt hat und habe da eben mitgespielt, auch beim Wettbewerb. Und ich bin nur mit diesem Quartett weitergekommen. Dann habe ich eben mich auf die Bratsche konzentriert, weil ich weiterkommen wollte. Mutter Heike arbeitet hauptberuflich beim Finanzamt und gibt nebenbei Tanzunterricht. In Stalzhoop macht André mit seiner Mutter Roswitha und Schwester Annelie einen Sonntagsausflug zum Flohmarkt ins Einkaufszentrum des Stadtteils. Ein rarer Moment, denn ein echtes Familienleben gibt es kaum. Für gemeinsame Mahlzeiten fehlt oft die Zeit, genauso wie für Unternehmungen. Irgendwann möchte André mal weg aus Stalzhoop. Am liebsten in eine Altbauwohnung. Sein Wunsch ist es auch künftig, seine Mutter so gut es geht zu unterstützen. Denn der Vater hatte die Familie verlassen, als André noch ein Kind war. 25. Gehen wir zu Hammer oder wie? So, dann hast du dann mal das Geschenk für dich weg. Zu meinem Vater habe ich insoweit keinen Kontakt. Da haben wir soweit alles geklärt. Vor allem bin ich stolz auf meine Mutter, dass sie das geschafft hat, irgendwie mit uns drei so durchzukommen. Ich habe damals gesagt, ich suche eine Wohnung, die bezahlbar ist, wo ich alleine für arbeiten gehen kann. Und ich zahle hier, ich habe 85 Quadratmeter, ich zahle 600 Euro. Also super. Ich wohne auch ganz ruhig. Die anderen, die mehr hinten in Schafring wohnen, da ist mitunter ein bisschen mehr los. Aber wir wohnen total ruhig. Wir kriegen auch überhaupt nie was mit oder so.
Aarons Mutter versucht, möglichst viel Zeit mit ihren Töchtern zu verbringen. Wir üben halt oft zusammen. Meistens helfe ich ihr dann beim Üben und dann spielen wir im Anschluss halt. Ich improvisiere meistens und sie spielt irgendwelche Stücke und dann spiele ich irgendwas dazu. Aaron macht sich auf den Weg nach Bramfeld. In der dortigen Schule übt das Mendelssohn-Jugendsymphonieorchester einmal pro Woche. André ist mittlerweile Leiter seiner Instrumentengruppe, den Bratschen. Und Aaron die Stellvertreterin. Die erste Probe nach den Ferien. Uns fehlt nur ein paar Noten. Das sind die ganz frischen. Die haben wir beide nicht, aber jemand hat die doppelt mit. Deshalb haben wir Glück. Aber sonst sind wir super vorbereitet. Ja. Also, alles gut. Orchesterleiter Clemens Malig ist nicht nur Dirigent, sondern immer auch Pädagoge. Jetzt möchte ich erst noch mal ein bisschen mehr Platz schaffen. Geht ihr alle einen Meter rüber? So, hier auch einen Meter rüber. Lass uns mal anfangen. Also, hat sich das jemand schon mal angehört? Gut. Und Tadin, zwei, eins. Und Tadin, zwei, und nochmal, auf geht's. Nochmal. Eins, zwei, eins, und. Ja, okay, stopp, aufhören. Lasch und langweilig. Nicht so latschig. Ja, ja. Ja, bam, 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 bam. Eins, zwei, eins, und. Viele kommen eineinhalb bis zwei Stunden hierher gefahren und fahren danach wieder zurück. Und das muss einen Grund haben, dass das passiert. Für viele ist diese Probe am Donnerstagabend schon auch mit ein Höhepunkt der Woche. Ne? Weil es nicht so viele Momente gibt, in denen man emotional, geistig, physisch so komplett gefordert, gefördert, gewertschätzt wird und so eine tiefe Erfahrung machen kann. Andres Erfahrungen heute eher durchwachsen. Also ich habe halt gemerkt, dass ich es mir jetzt zu Hause doch noch intensiver hätte anschauen müssen, intensiver hätte üben müssen. Und dafür sind aber halt auch so Proben gerade nach Ferien ganz gut. Gerade die erste Probe, um einfach wieder ins Programm reinzukommen. Wo man merkt, ja, okay, die Stellen hat man jetzt vielleicht ein bisschen vernachlässigt in der Zeit. Immer wenn diese Akzente, die müsstet ihr noch versuchen, besser zu empfinden. Bam, bam, badam, bam. Dass es etwas schwingender wird. Ja? Bis nächste Woche muss jeder Taktzeilen drin stehen haben. Ja? Tag 9. 1 und. Die Proben machen Spaß. Sind natürlich zum Teil auch kräftezehrend, auch wenn man morgens schon um 7 aus dem Haus ist und dann abends bis um 9 noch bei der Probe sitzt. Aber man sollte sich einfach denken, was man für Gelegenheiten hat. Also, dass wir zum Beispiel Konzerte beim Bundespräsidenten oder jetzt als erstes Jugendorchester in der Elbphilharmonie spielen dürfen. Das ist auch irgendwo ein bisschen der Verdienst einfach für die harte Arbeit, die wir im Orchester vollbringen. Aufhören! Wir haben schon in vielen schönen Sälen gespielt, im Smetana-Saal in Prag, im Dvořák-Saal, in der Philharmonie in Berlin. Und ein herausragender Saal ist ein herausragendes Erlebnis für ein Orchester. Das ist so, als würden Sie ein Ballkleid anziehen und sich völlig neu sehen. Und so hört man sich auch völlig anders in unterschiedlichen Sälen. Und natürlich ist diese Spannung dieses nicht gehörten Saales ist riesig. Einige Monate müssen sich alle noch gedulden. Zeit, die André nutzen will, um die Stücke perfekt einzuüben. Drei Monate sind inzwischen vergangen und das Konzert ist schon greifbar nah. André inspiziert die Elbphilharmonie von außen. Nur noch eine Woche,
Dann stehen er und seine Orchesterkollegen auf der großen Bühne der Elbphilharmonie. Man ist beeindruckt, auf jeden Fall, wenn man davor steht. So langsam kommt's. Also normalerweise ist es eigentlich vor Konzerten so, dass es vielleicht in den letzten 5 Minuten langsam das Lampenfieber kommt. Aber doch, ich muss sagen, jetzt gerade auch mit der Erwartung, die man an den neuen Saal hat, man ist schon ein bisschen aufgeregter als sonst. Das Mendelssohn-Jugendsymphonieorchester, in dem André spielt, ist das erste Jugendorchester, das in der Elbphilharmonie auftreten wird. Für André eine Premiere. Und seine Mutter wird zum Konzert kommen. Zum ersten Mal wird sie ihren Sohn auf einer Bühne spielen sehen. Und das dann gleich in der Elbphilharmonie. Noch eine Premiere für den 20-Jährigen. Ich fühle mich eigentlich sehr gut vorbereitet. Ich hoffe, dass das dem Orchester auch so geht, wenn wir Montag hier sind. Und doch, aber ein gutes Gefühl. Den Saal wird André am Konzerttag das erste Mal betreten. Also wenn du jetzt den Mut hast, nimmst du nicht die Vorlage, die ich dir gegeben habe. Die knappe Freizeit verbringt André immer öfter mit Musikern aus dem Orchester, statt mit seinen Freunden aus Stalshoop, die seine Leidenschaft für die klassische Musik nicht nachvollziehen können. Oh yeah! Ohne die Young Classics hätte André nicht Bratsche spielen gelernt. Denn von ihnen hat er nicht nur das Instrument erhalten, sondern auch den kostenlosen Unterricht. Mir ist wichtig, dass ich Zeit mit meinen Freunden verbringen kann. Auch, dass man vielleicht so eine Art Ventil hat, einfach um ein bisschen abzuschalten, seine Zeit genießen kann. Das bedeutet mir so die Zeit, die wir jetzt gerade hier verbringen. André war damals einer der ersten Stipendiaten der Young Classics und hat schnell Kontakte geknüpft. Also man kann viel Spaß mit ihm haben und sehr viel mit ihm lachen. Und er ist auch eigentlich immer für einen da, wenn man ihn braucht. Er ist immer gut drauf und ist einfach super mit ihm. Ich muss die da reinbekommen. Das haben wir nicht besser gemacht, André. Wir reden eigentlich auch immer die ganze Zeit über unsere Stücke, so, was wir daran so schwer finden oder welche Stellen wir auch besonders schön finden. Also wir reden da schon die ganze Zeit eigentlich drüber. Das ist ja auch das, was uns verbindet, alle miteinander. Deswegen. Seid ihr auch geübt? Ja. Bei der Akustik? Ja. Ja, einige Stellen, wenn es denn zum Beispiel zu unserem Bratschen-Solo da kommt, so mitten im Satz, wo wir halt so eigentlich das Tempo halten und so ein bisschen den Grundtakt halten. Es wird spannend. Es wird sehr, sehr spannend. Zweimal im Jahr hat André ein Feedback-Gespräch mit seinem Orchesterleiter Clemens, der ihn von Anbeginn wie ein Mentor begleitet. Wie ist denn so dein letztes halbes Jahr gelaufen? Ist sehr gut gelaufen. Woran ich im Moment am meisten arbeite, ist, dass ich wieder mehr Gefühl in mein Bratschenspiel setze. Du musst dich geistig wach halten, lies Bücher, hör dir Musik an oder setz dich einfach in Ruhe in dein Zimmer und hör in dich selber rein. Weißt du, deine Emotionalität muss genauso trainiert oder bewegt sein, wie wenn du joggen gehst. Weißt du, André, das war, als hätte ich... André erhält bei diesen Gesprächen die Anregungen, die er braucht, um dran zu bleiben an der Bratsche. Eine wichtige Motivation, die manche Eltern nicht leisten können. Wenn zum Beispiel keine Eltern da sind, die sagen, du musst mal los, in einer Stunde hast du Geigenunterricht, dann verpasse ich den vielleicht, weil es vielleicht auch in der Natur liegt, dass ein Jugendlicher oder ein Kind nicht alle Termine selber planen kann. Aber bei André war relativ früh sehr auffällig seine starke eigene Motivation. Ich bewundere das sehr an ihm, dass er sich so aus sich selbst heraus diese Qualitäten entdeckt hat, die Musik ihm zu bieten hatte und die auch unser Education-Programm ihm bieten konnte. Und er war endlich einer derjenigen, die am intensivsten zugegriffen haben. Hast du jeden Tag jede Seite 15 Mal rauf und runter gestrichen? Mehr als 15 Mal?
Dann versucht als André jetzt die Chance bekam, andere Young Classics zu unterrichten, hat er seinen Job als Kellner aufgegeben. Nee. Bevor du losstreichst, am besten kurz ausatmen, Bogen ansetzen auf der A-Seite und dann wirklich versuchen, nur die A-Seite zu streichen. Guck, es war direkt 100-mal besser als vor 2 Minuten. Einfach nur, weil du dich jetzt auf die Seite konzentriert hast. So ein bisschen die Freude daran, das jetzt weitergeben zu können. Gerade auch, weil es halt Young Classics Stipendiaten sind und ich so, weiß nicht, ich sehe da so ein bisschen die Möglichkeit, das zurückzugeben, was ich vom Stipendium bekommen habe. Ich meinte, man muss hier bei den Schwarzen spielen. Nee, das wollen wir nämlich gerade nicht. Also das Schwarze ist übrigens das Griffbrett, weil du darauf greifst. Andres Schülerin kommt auch aus Stalzhoop und liebt ihre Bratsche. Selbst wenn der erste saubere Ton eine echte Herausforderung ist. Der letzte Abend vor dem Konzert. Erin muss noch für die Schule arbeiten. Was machst du gerade? In einem Jahr möchte sie Abitur machen. Und verstehst du das? Ja. Und übrigens, ich habe nachgeschaut, wo wir sitzen in der Elbphilharmonie. Und so wie es aussieht, kann ich dich tatsächlich sehen. Ja, es ist wie verhext, egal wo ich mich hinsetze, in den Konzerten, die ich nun schon, weiß Gott, alle besucht habe. Aber Erin ist nie zu sehen. Das ist, warum das ist, ich weiß es wirklich nicht, aber das ist ganz amüsant, dass ich sie meistens nur sehe, wenn sie dann zur Pause rausgeht. Insofern freuen wir uns diesmal umso mehr, dass wir hoffentlich gute Karten bekommen haben und wir auch sie wirklich gut im Blick haben. Das war Premiere jetzt mal, ne? Ja, allerdings. Übst du denn heute noch? Ja. Alina, guck mal. Morgen. Ja. Sehr schön. Darf nichts mehr zunehmen. Fürs Konzert für mich, was findest du davon? Mhm. Schwarzer Anzug, weißes Hemd, ganz normal. Ja, super. Na? Und? Warte. Denke ich natürlich dran. Die Organisation. Fliege. Die Fliege, sehr ne? schön. Und dann dazu einfach ganz normal meine schwarzen Schuhe. Ja, aber vorher putzen bitte. Das kriege ich, glaube ich, gerade noch hin. Sehr schön. Wir sind sehr stolz überhaupt, dass er das so durchzieht. Die Disziplin, die er da an den Tag legt. Also ich finde das bewundernswert. Ich glaube, wäre ich an seiner Stelle gewesen, ich hätte es bestimmt schon längst abgebrochen. Weil man darf ja nicht vergessen, wie viele Jahre das schon geht. Und er hat ja wirklich kaum sonntags mal frei gehabt oder so. Er ist dann immer zur Probe. Ich habe ihn ja oft gefragt, willst du das überhaupt noch? Ja. Also das ist sein Leben, ne? Für diesen Abend haben sie monatelang geübt. Ihr Auftritt in der Elbphilharmonie. Im Moment ist es eigentlich noch doch entspannt. Ich glaube, das kommt dann gleich, wenn wir uns das erstmal in den Saal reinsetzen. Wahrscheinlich so zum Schluss, wenn das dann alles geschafft ist, dann fällt die Anspannung ab. Wenn dann alle klatschen, dann, ich glaube, da freue ich mich am meisten drauf. Jetzt muss alles sitzen. Die Kleidung, wie jede einzelne Note, die gleich gespielt wird. Denn der Saal verzeiht einem nichts. Das ist mittlerweile auch zu den jungen Musikern des Orchesters vorgedrungen, obwohl sie den großen Saal noch nie betreten haben. André ist einer von nur 2 Männern unter den Bratschisten des Orchesters. Ein Verhältnis, das ihm äußerst gut gefällt. Und an einem Abend wie diesem kann er weibliche Unterstützung gut gebrauchen. Ich höre nur so ein bisschen verstopft, also so ein mickiger. Das ist zu eng, oder? Mach einfach. Zählt der aus. Warte, ich mache das Ziel auch so ein bisschen enger. Das Konzert ist seit Monaten ausverkauft. Erins Mutter Heike war auch noch nicht in der Elbphilharmonie. Doch im Moment zählt etwas anderes. Der Mutterinstinkt. Ja, viel Spaß. Danke. Ich hoffe, Erin geht's gut. Das ist die Hauptsache insofern. Nein, das wird schon. Ich freue mich. Ich bin gespannt. Es ist wirklich gigantisch, dieses Gebäude. Es ist Wahnsinn. Andres Mutter Roswitha und Schwester Annelie sind inzwischen auch eingetroffen. Kennenlernen der Familien. An einem denkwürdigen Abend.
an einem außergewöhnlichen Ort. Um Punkt 19.30 Uhr betreten ihre Kinder die Bühne. Roswitha erlebt das erste Konzert ihres Sohnes. Und André und Aaron hören die ersten Töne in dem berühmten Saal. Nach dem Stimmen folgt der Auftritt für die beiden. Im derzeit spektakulärsten Konzertsaal der Welt. Der so oft geübte Beethoven geht leicht von der Hand. Nach 90 Minuten hat sich für André ein Traum erfüllt. Und ein neuer ist hinzugekommen. Ich würde gerne Bratsche studieren und Orchestermusiker. Das wäre schon mein Traum. André hat ihn von sich aus geschafft. Den nicht immer leichten Weg von Stalzhoop bis in die Elbphilharmonie. Nicht nur für die jungen Musiker wird dieser Auftritt unvergesslich bleiben. Ja, klasse. Super, das ist ein Erlebnis. Das muss man erlebt haben. Also total, sie hat geweint. Ja, nach den ersten 5 Minuten kam mir vor, das war wirklich umwerfend. Ich erst mal so, wow. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Hat gut geklappt, auch die letzte Stelle, die wir noch geübt haben. Ja, doch, das war noch mal ein bisschen Arbeit. Ja, ich hab versucht, euch zu sehen, aber irgendwie halt auch ich die ganze Zeit. Ich hab immer gewunken. Ihr wart super, ihr wart so super. Aber jetzt doch super. Doch genug angetan. Ah, großartig, fantastisch. Es hat so viel Spaß gemacht mit euch. Ihr wart so frei, so mutig. Fantastisch. Das ist jetzt einfach unser Saal. Das kommt jetzt so. Ja, das ist unser Saal. Es war wie Sonntag, Ostern und Weihnachten zusammen. Unglaublich. Also wirklich jetzt. Ich habe so viele Konzerte gesehen, um nicht zu sagen alle bis auf eins. Und dies toppt alles. Vom Klang, vom Mitgehen, also es ist echt Wahnsinn. Ja. Und ihr zwei seid aus wie so ein Ehepaar. Wir haben richtig gelacht, wir zwei. Ja. Zwischendurch hat er sie immer so angeschaut. Schön. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Super. Tolle Kinder haben wir. Ja. Das ist natürlich klar, ja.